Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Wellheim, Folge Nummer 4, neue Aufnahmesession und diesmal auch wirklich mit den HD-Texturen. Ich habe die ersten drei Folgen aufgenommen und habe davon gesprochen, wie schön denn die Texturen überarbeitet sind. Da geht die Sonne auf und dabei hatte der letzte Patch das ja überschrieben, das wusste ich nicht. Das habe ich erst am Abend gemerkt, als ich für mich nochmal gezockt habe und jetzt seht ihr auch, dass das alles ein bisschen anders aussieht. Also ihr seht so, die Gräser sind so ein bisschen wobbliger hier, die Steine sind haben schärfere Texturen. Eiktür, altes Haus, sieht auch noch ein bisschen detaillierter aus. Ne, alles ein bisschen hochgerechnet. Ja, das ist das Texture HD Pack. Habe ich übrigens auch in der Videobeschreibung. Gibt eigentlich nur ein Modpack, was von den Texturen so regelmäßig überarbeitet wird. Und auch hier Holz und so weiter. Also hier die Holzstrukturen sind überarbeitet, wie man sieht. Alles ein bisschen schärfer. Ein Honig. So, da seht ihr es auch an dem Bienenstock. Der ist ja auch, hat jetzt ein helles Dach. Ich glaube, im Original ist das alles ein bisschen dunkler. Und das Holz ist ein bisschen detaillierter. Ne? Sieht alles ein bisschen hübscher aus, finde ich. So, beim Gras bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Das sieht so ein bisschen manchmal zu scharf aus. Aber ich finde das immer noch eins der Texture Packs, die man wirklich nutzen kann und sollte. So, wir machen uns auf den Weg. Wir haben früh am Morgen. Und meine Taschen sind eigentlich schon gepackt. Ich habe das Leder dabei. Ich lasse jetzt mal den Kram hier, den ich hier so drin habe. Warte mal, die Holzpfeile würde ich mir mal mitnehmen. Und ja, wir machen uns direkt auf den Weg, bevor ich wieder lang schnacke. So. Und wir laufen jetzt Richtung Süden auf der Insel. Denn da will ich zukünftig bauen. Jetzt suchen wir uns einen schönen Spot, um bauen zu können. Und ich will so Richtung Dunkelwald will ich mir was aufbauen. Ich habe da auch schon so ein paar Videos geschaut, was Häuser angeht, um mir ein paar Inspirationen zu holen. Mal gucken, wahrscheinlich gibt es eher ein großes Gebaue und umgeändere. So, wir gehen hier rüber. Ja, ich freue mich sehr, dass Wellheim wieder so gut bei euch ankommt. Die Kommentare sind voll. Wo ist er denn? Irgendjemand hat mich doch gerade angeschrien. Da ist er. Gib mir all deine Schwänze. So. So, heute hoffe ich, kriegen wir das erste Kupfer zusammen. Na du? Oh, ich habe die Schweine gar nicht gefüttert. Aber das ist nicht so schlimm. Die sind schon gezähmt, von daher ist das ja nur... Futter ist ja nur fürs Vermehren gedacht und mein Gehege ist, glaube ich, so klein, dass da maximal, denke ich mal, 5 Schweine reinpassen. Das müsste man viel größer bauen, wenn man da eine große Schweinezucht aufbauen wollen. Ach, schön wieder hier zu sein. Es ist eine Wohltat, in diesem Spiel unterwegs zu sein. Haben wir hier das letzte Mal nicht gebuddelt? Ich glaube, hier haben wir die Kiste ausgebuddelt, oder? War das nicht das Bootsgrab sozusagen? Ja, das ist es. Da. Da sind Knochen drin. Skelettüberreste. Sind wir voll? Ein Hirschfellumhang. Kein Platz im Inventar. Das ist ein Argument. Baumsamen brauchen wir nicht. Die können wir hier lassen. Interessant. Okay, das Fleisch tickt schon mal runter. Da essen wir jetzt dafür den Nixenschwanz. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Und was ziehen wir uns noch ein? Ein schönes Hirschgulasch. Und das noch. So, sind wir ausgerüstet für große Abenteuer. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Strecke machen, denn es ist ein weiter Weg Richtung Süden. Also die Insel ist relativ groß, also für so eine Startinsel, hat eigentlich so ziemlich jedes Biom in der Nähe, also den Dunkelwald am Ende und sogar noch ein Stück Sumpf müsste sich ja ganz am Ende befinden. 25 Feuersteine, wir können noch mal ein paar sammeln, dann können wir unsere Axt noch aufwerten und ein paar Feuersteinpfeile machen. Da oben müsste sogar das Schnee befinden. Es müsste sogar einen Teil Schnee geben. Und jetzt macht die Insel, seht da vorne schon, geht hier um die Ecke rum. Und ich glaube, dass hier irgendwo noch eine Hütte unterwegs stand. Achso, weißt du was?
Bei der Macht von Grayskull. So machen wir doch viel schneller Strecke, weil wir müssen uns auf jeden Fall eine Übergangshütte bauen für die Nacht. Bis wir dann Portale und Steine haben und so weiter. So, jetzt geht's hier um die Ecke und dann geht's wieder Richtung Süden. Hier ist ein Flusslauf. Hier ist schon ein Portalstein, habe ich gerade gesehen. Hallo. Nehmen wir natürlich alles mit, damit wir uns zum Beispiel ein Trockengestell bauen können. Oh, drei Schweine könnte kompliziert werden. Weißt du, was wir machen? Wir machen das so. Hallo, na? Wir brauchen auf jeden Fall die Lederfetzen, um uns zum Beispiel einen Umhang zu machen. Wobei, da wird, glaube ich, das Hirschfell hergestellt. Und, da können wir sprechen. Guck mal, wie schön diese Rune aussieht, oder? Ist das nicht herrlich? So, da haben wir schon unseren Screenshot, würde ich sagen. Was war das? Steuerung F3? Ja. Haben wir schon hier so ein bisschen Screenshot-Material. Leider kommt das Licht von der falschen Richtung. Und wenn ich hier noch weiter quatsche und die ganze Zeit anhalte und irgendwelche Screenshots mache, dann kommen wir im Dunkeln da im Süden an. Aber wir schaffen das. Boah, ich freue mich schon voll aufs Bauen. So aus dem Dunkelwald die Kernholzstämme da holen, wie sie heißen. Also diese stabilen Hölzer. Da hab ich richtig Bock drauf. Na, guck mal hier, hier können wir uns... Wollen wir das uns kurz umbauen, so als Übergangshütte? Ich glaube, das wäre gar nicht so... Was war denn das eben? Das hat sich angehört wie ein Skelett mit Pfeil und Bogen. Hast du das gerade gehört? Ich habe sowas wie ein Zillen gehört. Ja, hier. Ich glaube, hier ist ein Teil schon... Dunkelwald. Guck mal, hier haben wir sogar schon Feuersteinpfeile. Weißt du was? Da tauschen wir gerade mal aus. Bernstein würde ich auch gerne mitnehmen. Brauchen wir für den Händler? Hier, die können wir erstmal hier lassen. Die brauchen wir nicht unbedingt. Dann würde ich sagen, stellen wir uns hier gerade ein Bett rein und machen hier eine Tür, damit wir eine Übergangshütte haben. Also die Handwerksstation fehlt, das ist ein Argument, ja. Stellen wir uns hier mal schnell eine Werkbank rein. Und machen wir eine Tür rein. Dann haben wir hier zumindest so einen Spot, der auf der Hälfte des Weges liegt. So, dann müssen wir nur noch, ach, das Ding ist so gebaut, verstehe. Dann müssen wir nur noch ein kleines Lagerfeuer hinten dran setzen. Damit wir Stein brauchen. Haben wir Platz? Natürlich nicht. Warum sollten wir auch Platz haben? Ist ja viel zu einfach. Die Knochen können wir hier lassen. Die brauchen wir auch erstmal nicht. Die können wir uns ja dann später wiederholen. Komm, dann lassen wir den Bernstein auch hier. Holen wir uns jetzt gerade mal ein bisschen Stein. Dank Eiktür ist das ja kein Problem mehr. Ups. Der Skill mit der Spitzhacke steigt. Ist auch gut. So, das müsste eigentlich reichen, um ein Lagerfeuer zu setzen. Jep. Achso, warte mal, wo haben wir denn auf der 3? 4. Und schwupp. Oh, Holz fehlt. Auch das kriegen wir hin.
Und dann machen wir uns eine Markierung, damit wir auch die Hütte wiederfinden im Bedarfsfall. Ich will das Spiel wirklich in aller Ruhe auskosten. Also schön langsam die Sache angehen. Jetzt nicht hier durchrushen. Beziehungsweise nach Lust und Laune. Und von daher sind solche kleinen Zwischenstationen zu bauen, sind auch immer eine schöne Sache. Machen wir hier die eine Buche weg, wa? In der Hoffnung, dass sie hier so zwischen die Felsen fällt und jetzt nicht gerade hier den kompletten Wald entfernt. Ja, das sieht doch gut aus. Hier bei dem Texture Pack gefällt mir vor allem die Schnittkante von dem Holz richtig gut. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache, ne? So, lass uns mal schnell die Hütte fertig bauen. Dann können wir sogar vielleicht noch ein Stück Strecke machen. Eine kleine Leiter. Habe ich übrigens auch gelernt, dass man die gut verwenden kann, um zum Beispiel... geht das so? Um zum Beispiel aus Gehegen rauszukommen von Schweinen. War mir auch neu, muss ich gestehen. Dass die Schweine da nicht hoch können. So. Na? So müsste das eigentlich ausreichen. Hier im Wasser könnte es natürlich sein, dass das Wasser hochkommt, aber für den ersten... Für das erste Nachtlager ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, noch ein Bett. Erstmal reparieren. Das machen wir ganz. Der Rauch scheint auch gut abzuziehen. Das ist super. Und ein Bett, damit wir hier die Nacht verbringen können, falls notwendig. Gemütlich 4. Machen wir hier ein bisschen Holz rein. Haben wir noch Holz? 8 Stück haben wir noch. Perfekt. Formpunkt ist gesetzt. Und weiter gehen wir. Ah, markieren. Wobei, muss ich nicht, weil ich das Bett habe, ne? Aber trotzdem wäre eine Markierung gar nicht so verkehrt. Geht das mit Markieren? Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Haus. Rechts, links, Markierung hinzufügen, Linksklick. Hom 2. Ja, ich habe keine Zeit für dich. Ja, auch für dich. Obwohl, für dich hätte ich Zeit, weil du hast Leder. Oh, hallo. So, wie viel haben wir denn jetzt? 12. Ich glaube, wie viel sind das? 20, glaube ich, für das Drying Rack, ne? Also. Das ist so ein bisschen die Lore, die hier abläuft. So, warte mal. Jetzt müsste hier irgendwo. Ich glaube, jetzt nach der nächsten. Ah, hier. Hier müssen wir auch ran. Da müsste so ein freies Stück kommen. So, hier müsste sich auch was... War hier auch was verbuddelt? Ne, ich glaube nicht. Verbuddelt ist hier meines Erachtens nichts. Meine ich. So, hier ist so eine Flussbiegung. Da dachte ich am Anfang, da machen wir irgendwie so einen kleinen Hafen rein, aber... Hier danach müsste noch was kommen, dann müsste irgendwann der Dunkelwald anfangen. Wir dürfen nur nicht zu nah ran, weil sonst haben wir mit Trollen die ganze Zeit Probleme, wenn wir so nah am Rand des Dunkelwaldes bauen. Da müsste es jetzt kommen. Ja, das müsste die Lichtung sein, genau. Hier haben wir nämlich den Dunkelwald nebenan. Und ich habe mir gedacht, wir bauen hier irgendwie hin, weil hier hinten ist so ein Fluss. Den könnte man eventuell noch erweitern, dass man später vielleicht mit dem Boot hier sogar raus und rein fährt. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, ob wir das machen.
Hier habe ich gedacht, dass wir uns hier bauen, weil ich glaube, hier ist schon das nächste Biom. Ich glaube, das müsste der Übergang sein. Das ist übrigens das Einzige, was mir in dem Texture Pack nicht gefällt, die Erdbeeren hier. Die sehen aus wie Kirschen oder sowas in der Art. Ja, hier ist Dunkelwald. Also ich dachte, dass wir hier, weil hier haben wir eine relativ große Fläche. Und ich würde gerne die Eiche hier mit einbinden. So, und hier gucken wir Richtung Osten. Dann sehen wir auch, wenn die Sonne aufgeht. Also ich fände das so ganz schön, dass wir das vielleicht als Gelände nutzen. So ein bisschen Steine wegkloppen. Ein bisschen einebnen müssen wir. Was wir alles müssen. Können. Und ich würde sagen, wir bauen uns jetzt hier an der Seite erstmal so ein Übergangslager. Dass wir hier schon mal überwintern können. Das bedeutet, wir holen uns jetzt ein bisschen Holz. Und basteln uns hier so ein bisschen was übergangsmäßig hin. Ach. Hallo, na? Ich hoffe, du hast nicht allzu viele Freunde hier in deiner Umgebung. Jetzt sollte man doch einen Baum fällen, das geht ein bisschen schneller als die einzelnen Dinger hier. Ich glaube, wir nehmen mal hier den Zwilling, der ist gut. Haben wir denn jetzt 13, ne? Langt noch nicht ganz, aber wir werden noch ein paar Schweine hier finden, würde ich sagen. Na? So, warte mal, ich stelle euch mal ein bisschen Licht auf, würde ich sagen, oder? Wir stellen uns hier erstmal jetzt eine Werkbank hin. Damit wir überhaupt was bauen können. Dann mache ich euch ein bisschen Licht, damit ihr was seht. Und damit wir auch ein bisschen vor den Gräulingen ein bisschen Ruhe haben. Jetzt füllen wir die gerade noch auf, dass sie auch eine Zeit lang durchbrennen. So, 4... So, ja, wir brauchen ein kleines Hütchen. Bauen wir uns hier hin, würde ich sagen. Machen wir gerade mal den Stein hier weg. So, und dann machen wir uns hier eine Kiste hin. Beziehungsweise machen erstmal der Werkbank, dass es der gut geht. Einmal, zweimal, Flachdach, hier. So, damit die Bank nicht nass wird. Langt das schon? Ja. Perfekt. Okay. Eine Kiste, würde ich sagen. Kann nicht sein Ernst sein, oder? Fehlt schon wieder Holz. Das ist aber auch ein Trauerspiel. Hey, jetzt ist das Ding im Fluss runter. Ich brauche das. Bleib da. So. Du noch, du bist auch schon entwurzelt.
So, das müsste reichen erstmal, hoffe ich, um eine kleine Hütte zu bauen. Wir können eigentlich die um die Werkbank rumbauen, oder? Wir brauchen ja eigentlich nur ein bisschen Überdachung und dann können wir da das Bett reinstellen, um zu schlafen. Na? So. Eigentlich müsste es reichen. So, da ein bisschen hier rein. So, mal gucken. Bauen wir uns mal ein Feuer hin. Und ein Bett. Und dann müssten wir eigentlich durchschlafen können. Nicht genügend Schutz. Ne, will er nicht. Okay. Argument. So, das lassen wir einfach so. Das ist mal eine Übergangshütte, wa? Sehr interessant, habe ich auch noch nie gebaut, so ein Ding. Ach, wir machen einfach hier, muss ja nicht alles hübsch sein. Okay, warte mal, wir probieren das jetzt mal. Funktioniert, sehr geil. Gute Nacht, ich brenne. So. Aus einem Traum vom Tod erwachst du vom Tod selbst, ja. Hat so ein bisschen angebrannt gerochen gerade. Du hast nicht genügend Holz, ja. Das, hier kommst du auch nicht durch. Da habe ich ja klasse gebaut, das Ding. Also wirklich. Dann können wir das Ganze ja auch abreißen. So. Machen wir bei Bedarf wieder zu. So, das Bett lassen wir stehen. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, können wir schon einen Wagen bauen? Geht noch nicht, ne? Das kommt erst später. Oder? Ein Wagen kommt alles erst später, wenn wir das Hartholz haben. Ja, da besorgen wir uns mal was. Dann machen wir uns jetzt eine Kiste, wo wir den ganzen Kram drin reinlagern. Ernsthaft? Kiste bauen, Möbel, Kiste. Oh, die passt sogar hier hin. Perfekt. Das Leder hier rein, die Steine, die Spitzhacke nehmen wir auf jeden Fall mit. Das rohe Essen machen wir erstmal hier rein. Das Ding brauchen wir nicht. Ja, das langt doch erstmal. Das Holz würde ich gerne noch hier lassen. Wobei, wir machen das so. So, jetzt gehen wir erstmal los und gucken, dass wir uns ein bisschen anständiges Holz besorgen. Ach, das wird schön. Da geht die Sonne gerade auf. Und ich würde sagen, wir machen hier vorne mal so ein bisschen Platz. Ne? Dass wir hier den Bereich so ein bisschen Platz machen. Ja, ja, ist gut. Schrei mich an, Spiel. Räumen wir erstmal das Gelump hier weg. Ah, ihr seid's. Hallo. Habe ich euer Zuhause gestört? Ey, hört auf mit Steinen zu werfen. Das ist ziemlich unanständig. Ups.
Na. Da ist eine ganze Kolonie unterwegs. Weißt du was, jetzt komm her, Honda. Ein Grünaugen. Grauaugen. Auge. Oh, die haben sogar einen Heiler dabei. Hi, warte mal, da muss ich aber ganz kurz mal ran. Ja, ja. Geht ja direkt los hier. So, Arua ist. So. Oh, die kenne ich noch gar nicht. Diese Brechbären. Die sind neu. Was ist denn hier oben für ein Fels? Und wir gucken mal ganz kurz, was hier in der Nähe ist. Ist nicht, dass hier irgendwie ein Spawner steht und ich mich die ganze Zeit wundere. Nö. So auf den ersten Blick. Blaubeeren. Obstsalat ist gesichert. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir mal ein bisschen größere Bäume, ne? Wir wollen ja... Ach, diese Stimmung in dem... Oh, oh, hi. Na? Du auch hier? Ja. Den könnte ich gut verwenden, um Kupfer zu meinen, ne? Den Troll. Der alte Troll. Ah. Nice, noch mehr von denen. Wollen wir, dann schalten wir hier direkt mal um. Deswegen war hier sowas los. Wo kommt ihr denn her? Ist hier irgendwo ein Spawner, den ich übersehen habe? Oh, der Troll. Kommt der nach? Nee, er hat keinen Bock. Der Troll wollte, glaube ich, nur nicht gestört werden in seinem Wald. Aber was mache ich? Jetzt verballere ich die guten Pfeile, ne? Ich wollte die eigentlich für den Troll aufheben. Komm her. So, wir brauchen mal einmal eine Tanne. Machen wir hier vorne direkt ein bisschen Platz. Voll auf dem Fuß. Blödes Stück. Nehmen wir hier vorne die drei, würde ich sagen. Nehmen wir direkt weg. Dann können die sich gegenseitig fällen. Vorne auch noch weg, dann sehen wir auch eher, wenn der Troll hier raushüpft aus dem Wald. Sind schon wieder fast am Ende einer Folge. Ich habe da überhaupt nichts geschafft. Außer dumm Zeug gelabert, eine Zwischenbasis gebaut. Eine kleine Hütte, wo es mir ständig die Füße verbrennt. Naja. Es wird auch noch mehr kommen. Irgendwie keinen Bock kaputt zu gehen. Okay. Komm, das erste
Na? Ach, Moment, ich verwechsel, glaube ich, gerade die Bäume. Um das Kernholz zu kriegen, brauchst du die Tannen. Hallo, guten Tag. Das ist ja normales Holz, die hier brauchen wir. Wir brauchen hier die Kiefern. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Achso, hi, na? Wieso spawnt ihr eigentlich so heftig? Ich habe mir das anders vorgestellt, dass ich ein bisschen mehr Ruhe habe hier. So, das machen wir jetzt am Ende der Folge, holen wir uns das erste Kernholz und dann verabschiede ich mich in die nächste und dann fangen wir an, ein bisschen was zu bauen. Oh shit. Papa kommt. Können wir bitte... Vielleicht muss ich mich um den doch mal kümmern, ne? Schmust er jetzt mein Haus da hinten? Aber die anderen schmusen mein Haus, wa? Hi! Aua! So. Überlänge-Folge, würde ich sagen. So, jetzt aber. Bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Dann fangen wir an zu bauen. Dann werde ich schon mal hier ein bisschen plätten, das Gelände gerade machen. Und dann geht's mit der Baufolge beim nächsten Mal weiter. Bis morgen. Tschüss.